Ich glaube, dass Giselle in der Geschichte des Balletts das Meisterwerk des romantischen Balletts darstellt. Beim Ballett strahlen die Hauptdarsteller nicht zugleich Sinnlichkeit und Stärke aus. Und ich denke, dass Giselle gerade deshalb so ein schönes Ballett ist, weil hier die Romantik der ungestümen Kraft der Darsteller einen sanften und harmonischen Ausdruck verleiht. Wir befinden uns in dem großen Ballettstudio der Mailänder Scala. Nur noch einige Wochen bis zur Premiere. Die jungen Tänzerinnen proben den zweiten Akt. Sie wollen Willis werden, Wesen jener irrealen Welt, in der Giselle nach ihrem Tod weiterleben wird. Diese jungen Bräute, die am Vorabend ihrer Heirat betrogen wurden, erscheinen nur des Nachts und töten auf Befehl ihrer Königin den ersten Jüngling, der sich in ihre Nähe wagt. Giselle fleht die Königin an, Albrecht zu verschonen, und wenig später verschwindet sie wieder in der Nacht. Assez vite, Massimo. Fais pas trop de rond par là. Der Doppelschritt stellt einen der lyrischsten, ausdrucksstärksten und schönsten Momente des Balletts dar. Alessandra Ferri und Massimo Muru kommen beide von der Ballettschule der Mailänder Scala. Alessandra ist heute ein Star, eine prima Ballerina assoluta. Sie hat Giselle zusammen mit berühmten Partnern schon auf allen Bühnen der Welt getanzt. Heute Abend tanzt sie dieses Ballett zum ersten Mal in ihrer Heimat, in der Scala. Massimo ist 24 Jahre alt. Er ist einer der bedeutendsten Nachwuchstänzer der Balletttruppe. Voilà, celui-là est bien. Giselle schafft es, dem Mann zu verzeihen, der sie betrogen hat und durch den sie gestorben ist. Ich denke, dass der Tod Giselles im ersten Akt ein symbolischer Tod ist. Es kommt gar nicht so sehr auf die Geschichte des Ballettstücks an, sondern vielmehr auf die Symbolik. Denn Giselles Tod ist ein psychologischer Tod. Erst als Giselle den Tod hinter sich lässt, kann sie davon träumen, wirklich eine Frau zu sein.
Albrecht durchlebt eine Verwandlung, eine Veränderung. Diese Rolle gewinnt umso mehr an Ausdrucksstärke, als dass sie innerhalb der klassischen Ballettstücke der Romantik einmalig ist. Das Schwierigste ist, dem Publikum die Verwandlung Albrechts deutlich zu machen. Je crois, Massimo, il faut que tu tournes par là après, quand tu, pour la, la deuxième fois, quand tu, tu viens ici. Patrice Barr, der zugleich einen feurigen und wunderschönen Albrecht darstellte, lüftete für Massimo das Geheimnis dieser Rolle. Allein die großen Interpreten verstehen es, ihre Kunst weiterzugeben. Ouais, il faut que ça soit dans la course. Die Geschichte dieses Balletts verbindet die drei choreografischen Pole des 19. Jahrhunderts, Italien, Russland und Frankreich. Es wurde 1841 in der Pariser Oper von Coralli und Perrault uraufgeführt, in Zusammenarbeit mit der Italienerin Carlotta Grisi, die von Théophile Gautier, Autor des Drehbuches, verehrt wurde. Der Franzose Marius Petipas brachte Giselle in Russland auf die Bühne und die russischen Balletts kamen damit zurück nach Paris. Später wurde Giselle, dank Serge Liffard, mit Carla Fracci in der Pariser Oper aufgeführt. Die Rolle der Giselle stellt für Ballettstars der heutigen Zeit wie Monique Ludière ein großes Ereignis dar. Aber die bedeutendste Darstellerin der Giselle bleibt die unvergessliche Yvette Chauviré. Hatte ich verstanden, was es bedeutet, nicht die Kraft zu haben, jemandem in die Augen zu schauen, weil man diesen Menschen liebt und weil man merkt, dass dieser Mensch nicht nur deine Haut betrachtet, sondern auch in deine Seele blickt. Plus que la peau, il nous regarde l'âme, l'esprit, on est nu. Man fühlt sich ganz nackt vor diesem Menschen. Es ist vor allem die Musik von Adolphe Adam, die Alessandra Ferri inspiriert und ihr ermöglicht, sich in Giselle hineinzuversetzen. Wenn sie im zweiten Akt die Seele Giselles darstellen will, spielt sie gern mit dem Musikrhythmus und verhält manchmal einen Schritt auf einer Note. Giselle erinnert an die Notwendigkeit der Liebe, an glückliche Zeiten, an Wahnsinn und Trauer. Die Vergangenheit wird zur Gegenwart. Giselle, die Unvergängliche.